Der Herr, der uns nahe kommen will, er sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, ganz herzlich willkommen heute zum neuen Jahr. Ein gutes neues, könnte man jetzt fast sagen, kirchlich gesehen natürlich. Das Kirchenjahr hat sich gewendet. Wir stehen am ersten Advent. Wir beginnen diese Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten hin. Es beginnt eine Zeit des Stillerwerdens. In früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten war die Adventszeit noch ganz bewusst auch eine Fastenzeit, ähnlich eben auch der österlichen Bußzeit vor Ostern. Eine Zeit, um ganz bewusst eben auf das große Festgeheimnis zuzugehen, sich innerlich vorzubereiten und Weihnachten dann auch, dass die Menschwerdung Gottes ganz bewusst wahrzunehmen. Das Thema Zeit, das ist auch in den Schrifttexten angedeutet. In den Lesungen hören wir zum einen von Jesaja, aber auch von Paulus, die eben zurückschauen gewissermaßen auf die vergangene Zeit, auf die Sorgen und Nöte, die waren. Und im Evangelium wird die Zeit nach vorne in den Blick genommen. Auf das Ende der Zeit wird da geschaut mit mahnenden Worten. Wir leben in der Zeit, und zwar im Hier und Jetzt, nicht im Gestern, nicht im Morgen, sondern wir sind da und müssen diese Zeit, in der wir sind, trotz aller Schwierigkeiten, die uns ja auferlegt sind durch die derzeitige Pandemie, trotzdem gestalten, die Gegenwart füllen mit dem Wort Gottes, damit Gott jetzt und hier unter uns und in uns ankommen kann, Mensch werden kann. Dazu begleitet uns nach alter Tradition der Adventskranz auch gewissermaßen ein Zeitgeber. Von Woche zu Woche wird eine Kerze mehr angezündet, um eben auf das Fest des Lichtes auch hinzuweisen. So dürfen wir zu Beginn nun auch um den Segen für diesen neuen Adventskranz bitten. Allmächtiger und barmherziger Gott, der Adventskranz hilft uns in der Erwartung unseres Erlösers und Heilands. Seine Kerzen sagen, Christus ist das Licht. Der Kreis ohne Anfang und Ende sagt, du bist ewig. Das Grün der Zweige sagt uns, du bist das Leben und willst, dass auch wir zur Fülle des Lebens finden. So bitten wir, segne diesen Adventskranz und alle Kerzen, damit wir uns von deinem Licht in der Dunkelheit unserer Zeit leiten lassen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
zwei Dinge, die anscheinend widersprechen. So schauen wir, dass die Kerze jetzt doch noch irgendwann brennt. So, der Mesmer ist praktischer Begabter als der Pfarrer, das ist gut. So soll es sein. Dann dürfen wir jetzt Gottes Nähe in uns wissen. Er ist um uns, sein Wort will uns stärken. Und so dürfen wir uns öffnen, ihm in Kyrie und dem Herrn und seinen Erbarmen anrufen. Einzulassen, wenn uns auch vieles ungewiss scheint. Mach uns bereit, aus deiner Kraft und in deinem Licht zu leben, damit dein Reich wachse in uns und überall. Darum bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt, jetzt und in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser von jeher ist dein Name. Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbbesitz sind. Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erzittern. Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört. Kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Du kamst dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe, du warst zornig und wir sündigten. Bleiben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. Wie ein Unreiner sind wir alle geworden, unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. Doch nun, Herr, bist du unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm und aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Jesus sprach zu seinen Jüngern: In jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen.
Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Texte zu hören bekommen. Es gibt die drei Lesejahre, A, B und C. Mit dem heutigen ersten Advent sind wir in das Lesejahr B hineingekommen. Beim Lesejahr A sind es vor allen Dingen Texte aus dem Matthäusevangelium. Jetzt im Lesejahr B sind es überwiegend Texte aus dem Markusevangelium und im Lesejahr C diese aus dem Lukasevangelium. Das Johannesevangelium wird immer an den Hochfesten und so mit hineingestreut. Da könnte man jetzt sagen, alle drei Jahre immer wieder das Gleiche. Das ist doch eigentlich langweilig. Kennen wir doch alles schon. Das hat aber seinen tiefen Sinn. Ja, die Texte sind tatsächlich die gleichen. Die hören wir immer wieder. Aber was sich ändert, das ist die Zeit. Das sind die Umstände, in denen wir leben. Und jedes Mal könnten wir, denke ich, feststellen, wird dieser Text in eine ganz andere Situation hineingesprochen. Als am ersten Advent 2017, also vor 3 Jahren, genau dieser vehemente Ruf, seid wachsam, aus dem Markus-Evangelium zugesprochen wurde, da hat dieser Ruf vielleicht diejenigen angesprochen, die vielleicht in einer persönlichen Umbruchssituation waren, in einer persönlichen Krise steckten. An vielen anderen Hörerinnen und Hörern ist dieser Ruf zur Wachsamkeit vielleicht vorbeigerutscht. War ja alles wie sonst. 2020 sieht das aber anders aus. Es sind Dinge passiert in diesem Jahr und wir stehen noch mittendrin. Eine Situation, die wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Eine Welt, die sich ja bildlich gesprochen von Jahr zu Jahr immer zu schneller zu drehen scheinte, die blieb plötzlich stehen. Wir erinnern uns an den totalen Lockdown im Frühjahr, wo eigentlich nichts mehr war. Die Stadt war ruhig tagsüber, wo wir sonst geschäftiges Treiben gewohnt waren. Neben den zahlreichen persönlichen Schicksalsschlägen, sei es, dass Menschen aus unserer Stadt selbst an Covid-19 erkrankten, ja, sogar auch starben, und wir eben auch als Angehörige dann mitleiden und mitgehen mussten, so ist eben die ganze Menschheit durch diese Pandemie in eine Krise geraten. Und diese Krise, sie ist im Gegensatz zum Klimawandel oder zum Hunger in der ganzen Welt, auch bei uns eben in Europa von einem Tag auf den anderen dagewesen. Und spürbar gewesen, mit allen Konsequenzen. Und plötzlich wurden die Menschen wachsam, hellhörig. Am besten zeigte sich das darin, dass die meisten von den Menschen dann wirklich auch bereit waren, Dinge auch einmal in Frage zu stellen.
Der Glaube an ein ungebremstes Wirtschaftswachstum, der bröckelte. Noch zu Beginn des Jahres erschien ein solches Wirtschaftswachstum als alternativlos, um eben den Wohlstand voranzubringen. Der Kapitalismus, der wich aber tatsächlich, zumindest stückweise, der Menschenwürde und dem Schutz des Lebens. Für eine gewisse Zeit stand das Leben jedes einzelnen Menschen an erster Stelle, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir durch Mundschutz und alle anderen Hygienemaßnahmen auch auf uns gegenseitig achten und uns in den Blick nehmen, wenn das auch nicht bei allem so angekommen ist, aber doch bei den meisten. Und so fühlt sich diese Zeit ein Stück weit wie eine Zeitenwende an. Sicherlich wird sich auch mit Corona irgendwann wieder, hoffentlich bald, eine Normalität einstellen. Aber es wird nicht mehr so sein wie vorher. Es wird eine große Veränderung durch diese Pandemie letztlich bleiben. Denn jetzt ist klar, was alles möglich ist, was passieren kann von jetzt auf nachher. Und aber auch zu sehen, dass wir Menschen es doch können, zusammenstehen und miteinander einen Weg gehen, auch wenn er von uns große Einschränkungen abfordert. Auf diese Weise helfen uns die aktuellen Erfahrungen sehr, um das zu verstehen, was die Gemeinden der frühen Christenheit genauso empfunden haben mussten. Denn die waren es, für die dieses Evangelium ja zunächst einmal geschrieben war, das wir heute gehört haben. Die Menschen vor 2000 Jahren fühlten sich ebenso an einer Zeitenwende, so wie das so manche jetzt auch tun, mitten in der Pandemie. Mit einer großen Unsicherheit, was kommt, wie geht's weiter? Aber trotzdem auch hoffnungsvoll, dass am Ende letztlich alles gut wird. Und genau eine solche Situation hatten die Christinnen und Christen in der frühen Zeit. Sie glaubten und beteten, dass mit Jesus eine neue Zeit begonnen hat. Weder seinen Tod noch seine Auferstehung oder seine Himmelfahrt haben sie als einen Schlusspunkt betrachtet. Sie zweifelten nicht daran, dass, wie es im Text ja auch heißt, der Hausherr wiederkommt. Die Wiederkunft Gottes. Auch wenn die meisten Gemeinden bereits nicht mehr unmittelbar an die schnelle Wiederkehr Jesu in Form des jüngsten Gerichtes glaubten und damit rechneten. Aber umso mehr verstanden sie es als einen Auftrag im Hier und Jetzt am Aufbau einer besseren Welt mitzuwirken, damit das Reich Gottes lebendig wird. Seid wachsam bedeutet deshalb, wachsam und aufmerksam zu sein für die Not anderer. Genau dadurch kommt Christus wahrhaftig immer wieder neu in unsere Welt. Und die Liebe Gottes wird unter uns Menschen erfahrbar und erlebbar. Corona ist weder eine Strafe noch eine Prüfung Gottes. Und ganz sicher handelt es sich bei der Pandemie auch nicht um das jüngste Gericht. Es wird eine Zeit nach Corona auch wieder geben. Aber sowohl jetzt als auch später geht es darum, wachsam zu sein, wachsam zu bleiben und aufeinander aufzupassen, dass wir das, was wir da gelernt haben, beibehalten. Dabei zeigt sich hoffentlich
dass dann Fragen im Sinne von wie soll das bitte gehen? Oder eine Aussage nach dem Motto, das war aber immer schon so, dass solche Aussagen sinnlos geworden sind. Somit sind diese Tage, diese Wochen und diese Monate auch wieder wie eine Zeitenwende. Der erste Advent und damit der Beginn des neuen Kirchenjahres ist ein guter Moment, um eben kurz durchzuatmen und sich klarzumachen, dass wir diese neue Zeit aktiv mitgestalten können, ja, müssen. Gemeinsam. 2020 hat gezeigt, was alles möglich ist. Und es verleiht dem Ruf, seid wachsam, eine neue Macht, eine neue Kraft und einen viel tieferen Sinn. Amen. So lasst uns miteinander nun den Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnädiger und gerechter Gott, wir kommen aus deiner Hand und in deine Liebe kehren wir wieder zurück. Im Vertrauen auf dich wollen wir unser Leben gestalten und dein Lob verkünden. Steh uns bei und höre unsere Bitte. Für die Kirche, die weltweite Gemeinschaft und die Gemeinden vor Ort, segne sie auf ihrem Weg durch diesen Advent, damit Weihnachten für alle ein wirkliches Fest des Lichtes werde. Guter Gott, du Anfang und Ende der Zeit, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich mühen, dass diese Adventszeit schön wird und gut tut, erfülle ihre Herzen mit deinem guten Geist, damit auch sie selber deinen Segen spüren. Guter Gott, du Anfang und Ende der Zeit, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, deren Arbeit nicht angemessen gewürdigt wird, gerade für jene, ohne deren Einsatz das Leben nicht gelingen kann und Schwache auf der Strecke bleiben, bestärke alle Bemühungen, ihnen die gerechte Anerkennung zukommen zu lassen. Guter Gott, du Anfang und Ende der Zeit, wir bitten dich, erhöre uns. Für die wirtschaftlich und finanziell Gebeutelten bitten wir dich, hilf Staat und Gesellschaft, damit ihnen die nötige Unterstützung zuteil wird. Guter Gott, du Anfang und Ende der Zeit, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen bitten wir dich, besonders für diejenigen, die uns besonders fehlen. Guter Gott, du Anfang und Ende der Zeit, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, allmächtiger Gott, erfrischst uns mit deinem beliebenden Wort und reichst uns das Brot, das die Hoffnung nährt. Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens.
seiner Herrlichkeit. Amen.
bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen Frauen und Männern, Jugendlichen und Kindern, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir denken heute besonders an Helmut Seeburger, Capelli Isidoro, Giacomo, Antonio, Maria Pia und Concetta Bischeglia und an Peter Mauberger. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
lasst uns miteinander nun beten, wie Jesus selbst es uns auch gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib du Frieden in dieser friedlosen Welt. Komm du uns zu Hilfe mit deiner Liebe, deiner Güte und deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung unserer Herzen und vor Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn wir dürfen immer wieder neu um den Frieden bitten. Wir erwarten den König des Friedens in dieser Zeit und bitten um diese Kraft, damit wir sie auch selbst eben in unsere Zeit hineintragen können. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Schwächen und Fehler, sondern unseren Glauben und den Glauben deiner ganzen Kirche und schenke uns, die wir miteinander diese Kirche bilden, nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Geben wir durch ein freundliches Zunicken ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, seht und erkennt in unserer Mitte im zerbrochenen Brot Jesus Christus, das Lamm Gottes, das wegnimmt alle Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr wird seinen Segen spenden und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor. Der Leib Jesu Christi. Zum Kommuniongang darf ich wieder bitten, dass zunächst dieser Block beginnt von der ersten bis zur letzten Reihe und dann dieses Segment des Mittelblocks sich jeweils so anschließt. Und parallel dazu dieser vom Mittelblock dieses Segment und danach dann hier der Block so, dann so herumzugehen. Vielen Dank.
mit. Herr unser Gott, in Brot und Wein haben wir die Liebe deines Sohnes empfangen. In der Gemeinschaft des Glaubens hast du uns verbunden mit dir und untereinander. Stärke unseren Glauben für den Weg durch diesen Advent und schärfe unsere Sinne, damit wir dich nicht übersehen und deine Stimme nicht überhören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Und dazu segne, behüte und begleite euch alle, die ihr im Herzen bei euch tragt, besonders unsere Kranken und Sterbenden in unseren Familien, der liebende und nahende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dann wünsche ich Ihnen allen jetzt einen gesegneten ersten Adventssonntag und überhaupt eine gesegnete Adventszeit, die in diesem Jahr vielleicht wirklich mal wieder eine richtige Adventszeit sein kann, weil vieles an Geschäftigkeit und Veranstaltungen ruhen muss, kommen wir vielleicht wirklich einmal in die Besinnung, in die Ruhe hinein und können uns so innerlich auch auf das Fest der Menschwerdung Gottes vorbereiten. Dass wir das auch im positiven Sinne so nützen, das wünsche ich uns allen. Und ja, dann war heute mein übrigens auch erster Jahrtag. Seit einem Jahr bin ich jetzt schon bereits wieder hier als neuer Pfarrer. Mittlerweile ist der erste Lack ab. Ja, und ich habe es nicht bereut, hierher gekommen zu sein. Bin gerne da und hoffe auf viele weitere Jahre, dass wir gemeinsam hier miteinander den Weg gehen können. So, also jetzt einen gesegneten Sonntag. Seid gesendet, gehet hin und bringet seinen Frieden.